Leute, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich werde euch heute meine Amazon-Favoriten vorstellen und würde dann auch direkt mal anfangen. Als allererstes möchte ich euch diesen Remington Face Brush vorstellen. Mit dieser Gesichtsbürste kann man sich ja ideal das Gesicht reinigen. Und ich benutze die jetzt wirklich schon seit, ja, ein, zwei Jahren und muss sagen, dass ich dadurch einfach auch wirklich, ja, bessere Haut bekommen habe, denn vorher hatte ich halt öfters Hautprobleme und seitdem ich die benutze, habe ich halt wirklich so gut wie gar keine Probleme mehr damit. Und ja, ich kann euch das echt empfehlen. Da braucht ihr noch eine Lotion dazu, die das Gesicht reinigt und dann massiert ihr das so circa 60 Sekunden ein und ihr werdet auf jeden Fall, denke ich mal, spätestens nach einem Monat einen großen Unterschied feststellen können. Schon seit einiger Zeit journal ich mittlerweile, denn manchmal gibt es halt auch so Tage, an denen man einfach unstrukturiert ist und ich bin so jemand, ich brauche einfach eine persönliche To-Do-Liste. Und ich finde es auch wichtig, dass man einfach gut in den Tag startet und dass man auch lernt, dankbar zu sein für alles, was man hat und dass man ja das Beste aus seinem Leben rausholt. Und somit habe ich angefangen mit diesem Dranbleiben-Journal vor einem Jahr circa und werde mir das jetzt auch wieder neu bestellen. Das ist ein super Buch. Und man kann in das Buch wirklich Tag für Tag alles Mögliche eintragen, von den Zielen des Tages, welche Motivation man hat, dann drei To-Dos für den Tag, dass man sich halt auch nicht zu viel vornimmt, worauf man seinen Fokus setzen will, Achtsamkeit oder wie fühle ich mich heute, kann man hier auch ankreuzen, jeden Tag. Und was man Gutes für sich selbst tun kann, was man Gutes für andere tun kann. Und ich finde gerade jetzt während der Corona-Pandemie oder ja, wenn man jetzt im Lockdown ist oder momentan findet halt einfach nicht viel statt, ist es halt auch wichtig, dass man trotzdem versucht, seinen Tag möglichst gut zu strukturieren und nicht ja dann zu Hause zu hängen und nichts zu machen. Oder nicht den Tag so wirklich zu starten, weil viele Leute verfallen momentan in Depressionen und ich finde, das ist ziemlich gut fürs Mindset und würde das auch jedem ans Herz legen, sich dieses Buch anzuschauen. Das Ganze nennt sich Dranbleiben, das Erfolgsjournal. Diese Uhr hier kommt bei, oder kam bei mir zumindest mit zwei verschiedenen Bändern. Man kann den Schlaf verfolgen, den Schlafrhythmus, man kann Sport eintragen, kann schauen, wie viele Kalorien man verbrannt hat. Oder auch wie viele Schritte man gemacht hat, die Herzfrequenz, den Puls von bis, also wirklich auch die Sauerstoffsättigung im Blut. Man kann wirklich alles mit dieser Uhr ja, machen und die kostet auch wirklich nur 40 Euro. Das heißt für jeden, der sich vielleicht nicht sicher ist, ob er sich eine Apple Watch kaufen möchte oder dem es halt auch einfach zu viel ist, kann ich diese Uhr auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Diese Uhr hier ist von Kenmix. Nennt sie sich, das ist die Smartwatch in Gold. Ich denke mal, wenn man das eingibt, sollte man das auch sehr, sehr schnell finden. Man kann sie mit dem, ja, einfach mit einem iPhone oder auch mit einem normalen anderen Android-Handy verbinden. Das ist wirklich ein absoluter Favorit von mir, den ich euch ans Herz legen kann. Jetzt gerade perfekt für den Winter, zumindest ist es bei mir immer so, wird die Haut einfach ja wirklich ein bisschen heller, ne? Man hat nun mal keine Sonne mehr. Und ich persönlich mag es ganz gerne, selbst Bräuner zu verwenden. Und habe da auch oft schon nach dem richtigen gesucht und ich kann euch auf jeden Fall sehr empfehlen die Saint-Tropez Bräuner Express Advanced 1 Hour 10. Ich finde es super, wenn das bei einem Selbstbräuner sehr schnell geht und wenn da auch nicht orange oder nicht fleckig wird und bei dem ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Den könnt ihr euch auch mal anschauen, den hole ich mir auch mal bei Amazon. Jetzt perfekt für die kalte Winterjahreszeit stelle ich mir sehr, sehr gerne Kerzen in mein Zimmer und da benutze ich sehr, sehr gerne diese Yankee Candles. Die sollten viele von euch bestimmt auch kennen und bei Amazon gefällt es mir sehr, sehr gut, weil man die halt sehr, sehr schnell dort bestellen kann und die auch wirklich alle Duftrichtungen haben. Besonders gut gefällt mir momentan die Duftrichtung Cinnamon Stick. Es passt einfach auch hervorragend zur Jahreszeit gerade und da könnt ihr mal schauen. Mir reichen persönlich auch immer schon diese relativ kleinen Kerzen, weil ich finde, dass die ganz, ganz großen ja, mir einfach zu viel sind. Ich zünde gar nicht so oft Kerzen an, aber ab und zu finde ich das sehr angenehm und die Düfte sind auch ziemlich hochwertig im Vergleich zu anderen Duftkerzen. Und deswegen kann ich euch die wirklich ans Herz legen, wenn ihr auch ein Fan von Duftkerzen seid.
Ich bin ebenfalls ein großer, großer Fan von diesem Deo hier von Vichy. Das gibt es auch bei Amazon. Das ist tatsächlich nicht überall in Deutschland erhältlich, aber ich muss sagen, es ist das beste Deo, was ich je in meinem Leben benutzt habe, denn man riecht davon einfach den ganzen Tag lang nicht. Also man riecht gut, sage ich mal, ne? Und es ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist wirklich das allerbeste Deo, wie ich finde. Und jedem, der vielleicht auch Probleme mit Schweiß hat, würde ich das auf jeden Fall ans Herz legen, sich dieses Deo mal genauer anzuschauen. Zu guter Letzt würde ich euch noch einmal meine Handyhülle empfehlen. Das ist diese hier. Ich bin einfach ein riesen Fan von der irgendwie. Ich habe die jetzt schon zum zweiten Mal nachgekauft. Ich finde das irgendwie ziemlich witzig, weil wenn man auch mal so Langeweile hat, kann man mit der echt so ein bisschen rumspielen. Und ich finde, die schützt auch sehr gut. Die ist ziemlich dick. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und auch ziemlich schwer. Und ja, ich würde die jedem von euch empfehlen. Ich habe die mir jetzt auch schon zum zweiten Mal nachgekauft. Und finde einfach, dass sie super cool ist mit diesen kleinen Herzen und Sternen. Ist nicht was für jeden, aber ich finde auf jeden Fall, dass es eine andere Handyhülle ist, als die meisten anderen Leute haben. Und ja, wenn ihr auf Glitzer steht, so wie ich es tue, dann würde ich euch auf jeden Fall auch raten, diese Handyhülle zu kaufen. Das waren soweit alle meine Favoriten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr vielleicht demnächst Lust hättet. Ich bin auf jeden Fall wieder in der Stimmung und möchte 2021 mehr Videos machen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.